Aus Grau wurde Grün. Mittlerweile haben auf dem Dachgarten des Bunkers 4700 Pflanzen Platz. Anderthalb Jahre ist es her, da wurden hier per Kran die ersten Bäume gesetzt. Ein begrünter Bunker, eine ökologische Herausforderung, die nun Früchte tragen soll. Heute also das erste Beschnuppern. Erstmal nur für geladene Gäste, Freitag dann für alle Besucher. Das Interesse ist riesig. Wir bekommen weltweit Anfragen bezüglich der Begrünung des Daches. Und ich glaube, die ganze Welt schaut hier gerade auf uns. Der Hamburger Bunker soll nicht nur zum Vorbild für klimagerechtes Bauen in Großstädten werden, sondern auch zum Touristenmagnet. Das stößt so manchem Anwohner bitter auf. Forschende sehen in dem Projekt aber eher die Chancen. So sind überall an den Fassaden und Böden Sensoren angebracht. Damit sammeln Wissenschaftler Daten über Temperatur und Feuchtigkeit für neue Projekte. Wir haben zum Beispiel auch herausgefunden in unserer Forschung, dass gerade solche Vorzeigeprojekte insofern wichtig sind, weil sie auch andere Städte, andere Akteure inspirieren können und motivieren können, auch ähnliche Vorhaben umzusetzen wie den grünen Bunker. Grüne Infrastruktur, das gehe im Großen wie im Kleinen und sei gerade in Zeiten des Klimawandels wichtig. Nicht nur in Hamburg. Auch in anderen norddeutschen Städten wie Hannover spielt die zweite grüne Haut von Häusern eine immer bedeutendere Rolle, gerade bei Hitzewellen. Dach- oder Fassadenbegrünung, die sind einfach wichtig, die können zur Kühlung beitragen. Gleichzeitig können wir auch noch Kosten senken, zum Beispiel für Energie. Für ein gutes Stadtklima brauche es aber auch üppiges Grün auf dem Boden. Urbanes Gärtnern sei ein Trend, Baumpatenschaften ein weiterer. Kiel setzt seit letztem Jahr auf einen Stadtgartenwanderweg. 44 Kilometer quer durch die grüne Lunge der Hafenstadt. In Hamburg wird sich erst in ein paar Jahren zeigen, ob der grüne Bunkergedanke auch so aufgeht, wie Sie sich das hier wünschen.